Träume sind schon was Seltsames. Gut. An unsere ersten Träume können wir uns sowieso nicht erinnern. Aber an unsere letzten oft auch nicht. Einige Träume sind wunderschön. Andere wiederum, die nennt man dann Albträume, will man sofort wieder verdrängen. Justus, ist mein Mann drüben? Er erwartet Sie, Gräfin. Und dann gibt es Träume, bei denen man sich fragt, ob man jetzt völlig verrückt geworden ist. Guten Morgen, Kleines. Du hast eben total süß gelächelt. Hast du bestimmt von mir geträumt, oder? Und dann frage ich mich, warum treffen diese Träume immer mich? Nein, wie ich schon sagte, die Konditionen sind nicht verhandelbar. Ja, geht doch. Schön, wir sehen uns in einer Stunde. Also, Baby. Tschüss, ihr beiden. Ich muss auch gleich los. Was, jetzt schon? Du musst erst heute Nachmittag nach Venlo für den Vaterschaftstest. Ja, aber ich wollte nur mal in die Redaktion. Muss das wirklich sein? Ich finde, du solltest dich ein bisschen schonen. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich zusammen mit Tanja Tee trinken und in ein Schwangerschaftsmagazin blättern? Ich bin sowieso mal gespannt, wann sie anfängt, sich ein Kissen vor den Bauch zu binden. Unglaublich, dass Sebastian ihr diesen ganzen Mist abnimmt. Und wenn er trotzdem Vater wird? Hey, du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass dein Kind nicht von mir ist, oder? Aber dann können wir den Test ja eigentlich auch vergessen. Ich meine, das ist immerhin ein medizinischer Eingriff. Baby, du weißt, ich würde dir diese ganze Prozedur niemals zumuten, aber Sebastian macht den Druck. Er lässt sich doch nur scheiden, wenn er das Ergebnis schwarz auf weiß hat. Und wenn Oskar... Hey, das ist mein Baby, das weiß ich. Außerdem dachte ich ehrlich gesagt, meine Mutter spürt sowas. Ein Wort von dir und ich komme mit zu Dr. Amado, das weißt du. Ja, aber ich muss das alleine machen. Also, hier. Ein Haar von mir fürs Labor. Ist doch eigentlich echt erstaunlich, oder? Dass das Geheimnis meiner beeindruckenden Persönlichkeit in so eine kleine Haarwurzel passt. Ja, aber man könnte sich auch Sorgen darüber machen. Hi. Hallo, Nico. Alles klar? Geht so. Was ist denn los? Ich habe heute den Termin bei Dr. Amado. Oh Mist, das habe ich total vergessen. Sollte ich vielleicht doch mitkommen? Ich habe heute Nacht geträumt, dass Sebastian der Vater ist und dass wir wieder zusammen sind. Okay. Kein guter Traum. Es war total merkwürdig, weil es hat sich so gut angefühlt. So harmonisch und so liebevoll wie eine richtige Familie. Aber es war doch nur ein Traum. Aber warum träume ich sowas überhaupt? Ich meine, das mit Sebastian, es ist vorbei, endgültig. Und ich will eine Familie mit Ansgar. Aber dann ist doch eigentlich alles gut. Was ist, wenn es nicht sein eigenes Kind ist? Habt ihr denn gar nicht drüber geredet? Doch, aber für Ansgar liegt es außerhalb seines Vorstellungsvermögens, dass Sebastian der Vater sein könnte. Maniko, ich liebe Ansgar. Ja, warum auch immer. Du weißt, wie er sein kann. Ja, er ist nicht perfekt, aber... Ich weiß, dass er mich auch liebt. Und deswegen wird es auch zu mir stehen, egal von wem das Kind ist. Mit Tanja einen auf heile Welt? Sie bekommt ein Kind von mir, das ist ja wohl Grund genug. Du liebst sie nicht. Seit wann bist du so verdammt pragmatisch geworden? Vielleicht, aber auch nur vielleicht, seit meine Frau es vorgezogen hat, unseren Cousin zu vögeln, bevor sie mich wegen ihm verlassen hat. Aber Lydia und ich, wir sind getrennt und ich habe mich damit abgefunden.
Selbst wenn ich dir das glauben würde, das ist noch lange kein Grund, dass du alles über den Haufen schmeißt. Noch seid ihr nicht geschieden. Anstatt deine Energie darauf zu verschwenden, sie zu vergessen, solltest du besser ein letztes Mal um sie kämpfen. Jetzt passen Sie mal auf. Ich habe weder Zeit noch Nerven, mich mit meiner Mutter zu beschäftigen. Das können Sie ihr meinetwegen auch genauso sagen. Ja. Oh. Ich habe dich gar nicht gesehen. Ja, ich muss auch los. Was ist mit Maria? Hast du sie einen Rückfall? Ach. Ich will einfach, dass ich sie besuchen komme. Sie ist deine Mutter. Ich will einfach mit ihr nichts mehr zu tun haben. Ist das so schwer zu kapieren? Ja, irgendwie schon. Mein Gott, ich bin jahrelang gut ohne sie ausgekommen. Was habe ich hier von ihr schon noch zu erwarten? Ja, stimmt, ihr Geld hast du ja schon. Es gehört auch auf, dir was vorzumachen. Du wirst sie doch nur nicht wiedersehen, weil du Angst davor hast, dass sie wieder aus deinem Leben verschwindet. Oh, na vielen Dank für die kleine Psychostudie. Ja, und ich bin die Nächste, die du einfach so aus deinem Leben streichst. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Was hast du denn mit meiner Mutter zu tun? Es geht ums Prinzip. Sobald es schwierig wird, streichst du die Leute einfach aus deinem Bewusstsein. Was ist denn nun wirklich totaler Unsinn? Ich muss los. Lydia, ich...